Energy. Hit Music Only. Energy im Interview mit den Donuts. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Vor allem so kurz nach eurem Auftritt. Wie war's? Seid ihr zufrieden? Naja, das musst du uns jetzt geruchstechnisch eigentlich sagen. Ist das schlimm, jetzt gerade nach dem Auftritt neben uns zu sitzen? Ich bin total überrascht. Ihr wirkt frisch geduscht. Also ihr riecht ehrlich gesagt super. Aber hör mal auf seine Stimme. Da ist noch ganz viel Müll und Staub und sonst was drin. Ihr habt ein großartiges Album gemacht, Carajo, was auch richtig gut angekommen ist. Platz 5 habt ihr damit erreicht. Habt ihr damit gerechnet? Nee, ach, aber ehrlich gesagt, also darauf pokerst du jetzt ja auch nicht unbedingt. Also du machst ein Album, was dich erstmal glücklich machen soll, was hoffentlich andere Leute auch glücklich macht. Und wenn dann halt irgendwie du bei Mama und Papa angeben kannst mit, hey, das Album ist Top 5 gegangen, weil das ist was, was Mama und Papa zu Hause verstehen, dann ist das noch so ein i-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Ihr habt euch lange Zeit gelassen, mal auf Deutsch ein Album abzuliefern. Warum? Warum jetzt? Warum nicht früher? Wie kam es dazu? Ach, angefangen, da hat sich die Frage gar nicht gestellt und so. Jetzt konkret ist es eigentlich ein bisschen ein Zufall gewesen. Wir haben letztes Jahr einen Song rausgehauen, gratis zum 20. Bandgeburtstag und haben da gedacht, da machen wir was Besonderes einfach als Gimmick und haben dann einen Song namens Das Neue bleibt beim Alten aufgenommen mit dem Sänger von Rise Against zusammen, der dann auch Deutsch singen durfte und musste. Und das hat so einen Bock gemacht in der Session, da haben wir ruckzuck irgendwie 5, 6, 7 Songs zusammen und haben uns dann gefragt, okay, was machen wir jetzt mit denen? Schmeißen wir die weg? Machen wir die auf Englisch? Oder gehen wir erstmal weiter und gucken, was bei rumkommt? Und tatsächlich, im Handumdrehen war halt diese Platte zusammen und hat uns total gekickt. Und so war die auf einmal da. Wie es weitergeht, keine Ahnung, ist immer offen bei uns. Ist Deutsch nicht vielleicht auch ein bisschen anstrengender, weil wenn du einen deutschen Song hast, dann verstehst du es natürlich auch viel schneller als Englisch. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dann noch mehr Mühe geben, oder? Ja, vor allen Dingen für sich selbst. Also das ist wirklich das. Also ich meine, letzten Endes, gut, könntest du jetzt total sagen, ich scheiße sowieso drauf, was die Leute denken oder so. Und letzten Endes musst du selbst erstmal damit glücklich werden. Aber ich bin so ein ekelhafter Perfektionist, dass ich halt mir selbst ja immer das am meisten im Weg bin. Und irgendwie, ich hatte halt immer so gedacht, okay, pass auf, die Messlatte muss immer so liegen, dass wenn ich zu meinen Lieblings-Deutsch-Punk-Bands hingehen würde, wenn ich zum Beispiel Slime oder Butter Life oder Dackelblut oder solchen alten Helden die Platte vorspielen würde oder sagen wir den Toten Hosen, wenn ich das denen vorspiele und dabei nicht rot werde, ich glaube, dann ist das ganz gut. Die Hosen fanden super zum Beispiel. Also mit denen sind wir jetzt auch schon seit 13, 14, 15 Jahren oder sowas befreundet und auf Tour zusammen sehr oft. Die nehmen uns ja sehr oft mit und so. Und das bedeutet natürlich einem schon viel. Irgendwie, wenn man dann so am Release-Tag dann irgendwie eine SMS von Campi kriegt, so, ey, super Platte, eure Beste, alles Gute für den Release und so, schon schön. Ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, ein ganz, ganz großartiges Zitat gefunden, das habt ihr auch auf eurer Website veröffentlicht. Die Visions schreibt über euch, ihr klingt so ein bisschen wie die angepisste Version der Beatsteaks. Wie ist das? Freut man sich darüber, mit den Beatsteaks verglichen zu werden oder habt ihr euch darüber gewundert? Ach nee, wir kommen ja aus der gleichen Zeit sozusagen. Wir haben früher auch sehr viel zusammen getourt, sind gute Freunde. Ich fand das insofern ein ganz geiles Kompliment, weil also wir mögen die Beatsteaks einfach. Und wenn man mit Freunden genannt wird, ist es genau richtig und fühlt sich gut an. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Das Konzert war großartig. Wir hoffen auf viele weitere. Danke sehr. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.